Den ersten Punkt gab es gleich im ersten Heimspiel unserer Austria und das gerade gegen SK Rapid. Und das, obwohl wir ab der 50. Minute in Unterzahl spielten, hielten wir das 1:1 fest. Ja, Marco, erstes Heimspiel, erster Punkt. Cool, oder? Ja, vor allem, wie er zustande gekommen ist dann am Ende mit der langen Unterzahl. Ich denke, wir haben alles reingehauen. Und genau mit der Leidenschaft müssen wir in jedes Spiel gehen. Und genau das ist die Basis, glaube ich, wie wir erfolgreich sein können. Ja, auf jeden Fall. Nach der roten Karten ist, haben wir schon gedacht, also ich habe mir gedacht, dass es vorbei ist. Aber wir haben gekämpft und alles reingehaut und der Punkt war verdient, finde ich. Ja, ich glaube, da fällt auch so ein leichter Stein ab von der Mannschaft nach der letzten Woche. Ich glaube, wir haben uns alle nach dem Spiel nicht gut gefühlt, wollten eine Reaktion zeigen heute vor den Heimfans und ich glaube, das ist uns gelungen. Was hat euch denn Peter Backholt mit auf den Weg gegeben, so wie du es gerade angesprochen hast, was man anders machen musste als vergangenes Wochenende? Ja, mit Leidenschaft verteidigen, viel miteinander kommunizieren, das war der Schlüssel und ja, das haben wir versucht auf den Platz zu bringen und es geglückt, ja, kann man sagen. Also er hat uns gesagt, dass wir im eigenen Stadion ein Gesicht zeigen sollen und vor eigenem Publikum alles geben sollen und das haben wir gemacht und es hat funktioniert und deswegen haben wir einen Punkt geholt. Ja gut, wir wollten in erster Linie mal kompakter stehen und schnell umschalten. Ist uns ja beim ersten Tor auch ganz gut gelungen. Ja. Dann vielleicht brauchen wir in der einen oder anderen Situation noch mal ein bisschen mehr Ruhe, aber das ist normal, das muss sich erst alles einspielen. Aber ich glaube, dass wir heute sicher besser gestanden sind und uns in alles reingeworfen haben. Wie gesagt, genau so geht's. Jetzt kommt mit Sturm Graz der nächste große Brocken. Wie wird man in diese Partie gehen? Ähnlich wie heute? Ja, ich denke, es wird ein ähnliches Spiel. Ja. Sturm wird auch viel Ballbesitz haben und wir müssen erstmal dagegen halten, mit Zweikampfhärte, mit Laufbereitschaft. Und vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Umschaltmoment. Genau. Ja, natürlich, nach dem Spiel ist direkt wieder vor dem Spiel. Jetzt mit der roten Karte für den Thorsten ist eine Schwächung natürlich. Aber der Trainer wird sicher eine Lösung finden. Und wenn wir so spielen wie heute, alles geben, vielleicht noch manchmal ein bisschen ruhiger am Ball werden, dann glaube ich, ist bei Sturm auch was drinnen. Ich glaube, Sturm Graz ist genauso verletzlich wie Rapid Wien. Und ja, da werden wir ansetzen. Wir werden versuchen, wieder als Mannschaft aufzutreten, viel miteinander zu kommunizieren, mit Leidenschaft zu spielen. Und dann ist auf jeden Fall was drin, auch gegen Sturm Graz. Voller Fokus schon am nächsten Heimspiel. Am kommenden Samstag kommt der amtierende Meister und ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz nach Weidmannsdorf. Spielbeginn ist um 17 Uhr.